Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde NBA 2K18. Wir spielen heute gegen die Charlotte Hornets. Gibt es irgendwas in der Umkleide zu klären? Ich glaube nicht, oder? Ich wüsste nicht was. Heute, ja, mal gucken, wie das heute läuft. Das letzte Spiel gegen die Hornets haben wir gewonnen. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Kann eigentlich nur knapp gewesen sein. Aber heute versuchen wir natürlich, das zu vermeiden. There he is, DJ Buckets. Boy, you've been eating that quinoa I told you about, huh? Yeah, yeah, I tried it. God, what I wouldn't do for a Fährst gut. Wenn sich sogar der Security Guard Gedanken um die Ernährung der Spieler macht. Wir spielen ja in. Ah, ja. So, gib mir mal so einen Ball. So, jetzt müssen wir ein bisschen. Frag mich, ob das wie bei Formel 1 ist. Wir müssen jetzt nicht die Reifen warm werden lassen, sondern uns warm werfen. Zack. 3 von 3 drin. Der wäre auch reingegangen. Wir sind warm. Ja. Sieben Wins haben wir mittlerweile. Das hatten wir mal 08, 09. Hatten wir 08 oder 09? Die letzten Spiele liefen noch sehr viel besser. Muss ich nur noch ein bisschen mehr Risiko gehen. Das Problem ist, wenn ich mehr Risiko gebe, wenn wir gewinnen, gewinnen wir meistens mit 2 Punkten oder so, also mit einem Korb. Geil ist, dass wir gewinnen, seit ich gesagt habe, eigentlich ist mir scheißegal, ob wir gewinnen, solange ich gut spiele. Alter, der Korb macht mich wahnsinnig. Oh, Kemba. Nee. Nee. 2 zu 0. Ich war echt danken können. Oh, was? Fuck. Da ist der Ball genau gegen das Brett geflogen. Ah, ein bisschen Pech schon gehabt. Nee. Hat er sich gerade selber den Ball vorgelegt, oder? Wie kann ich das verstehen? Ah, Mist. Das war schwierig. Fist 35, bla bla. Ich hätte da in die Ecke gesollt, ne? Aber ich dachte, du läufst weiter nach geradeaus vorne. Dankeschön, da war ich sehr frei. Ja, Dreier traue ich mich eigentlich nicht ran. Meine Dreierwerte sind noch. Ja, ich habe den Offensiv-Rebound zugelassen vor allem. Ich habe gesagt, hier, bitteschön. Nimm er diesen Ball und werde er glücklich damit. So ist das passiert. War nur so schnell, dass es keiner gesehen hat. Außer der Trainer. Ist wirklich so.
has worked to improve each season he's been in the league. Komm schon, Kemba, einen daneben. Ups. Oh, nee. 6 zu 6. Was haben wir denn? 4 Punkte. So ein Assist wäre doch mal ganz. Schön. Der Bart war durchsichtig. Hat man auch nicht gesehen. Ja, Basketball hat schon noch so. Ey, was ist das denn hier? Oh. Okay, den schlechten Block versucht. Wurf aus dem Dribbling, der verteidigt war. Ja. Das war nicht so cool. Batum. Stimmt, ich brauche hier nicht zum Rebound. Nimm mal den Ball ab. Second Chance ist halt so oft drin. Nur wenn mir keiner hilft, ne? Wieso kriege ich dafür eigentlich noch eine Auszeichnung? Für den Pass, der zum Volk wird. Da siehst du, der Bart ist nicht da. Den haben die in Photoshop nicht ausgeschnitten. Die Frisur ist das Allerbeste. Okay, ein 9 zu 8. Komm, renn mich um. Zweimal Kreis drücken kann man auch hinfallen, aber das sieht so gestellt aus. Außerdem gibt's eigentlich sowas wie Schwalbe? Weiß ich gar nicht. Aber der Gegenspieler ist halt natürlich komplett frei. Warum kommst du denn nicht mit? Yes, da war noch endlich mal ein LAU. Dann läuft der nach draußen, der Junge. Boah, wie wird das ein? Das war alles geplant. Dass der erste vorbeifliegt. Ja, Switch, Junge. Switch. Switch. Ach komm. Der war wirklich. Der war drin. Das ist ein geiles Foto für mich. Ja, gut. Bankdrücker. So, jetzt können wir nochmal gucken. Ja, ne? Kann eigentlich alles. So, mal sehen. Hat aber bisher auch ganz gut geklappt eigentlich. Weil ich einen Block stellen soll, ne? Was machst du denn da? Junge, jetzt können wir mal so einen Ball kriegen. Wieso lässt jetzt schon wieder den Ball fallen? Und was ist da generell gerade gelaufen? Habe ich ihn da wieder gedrückt? Oh. Macht man eigentlich mit O2? O2 ist ein sehr gefährlicher Knopf. Ja, täuscht doch noch 10 mal an.
Jetzt will ich aber zwei sehen. Komm schon. Jetzt will ich aber wenigstens mal einen sehen. Einer? Na. Einer muss rein. Ja, das ist alles super. Hilf mir einfach nicht. Bleib einfach stehen. Guck zu. Wo ist denn hier mal unser hier? Mann, zu früh losgelassen. Ja, und da ist wieder keiner. Lol, ich wollte den Ball doch gar nicht haben. Jetzt nimm doch mal den Ball wieder in die Hand. Warum wirst du denn weg? Oh, das war Lopez. Fuck! Das war wieder viel zu früh. Oh, Glück. Wenn der Spieler auf mich zugelaufen kommt, da kriege ich mal so Panik, dann denke ich mir, oh, der Ball muss weg. Gutes Foul. Gegner ist auf den Boden geklatscht und der Ball war nicht drin. Steht es denn? Oh, ach du Schande, was passiert denn da gerade? Guck gerade Orlando gegen Cleveland. In Cleveland? What? Ja. Egal. Fist für. Ja, Fist finde ich immer geil. Ja, Fist. Oh. Oh, Fist. Ist okay. Jetzt geht zwar wieder Robin da hin und versenkt wieder nur einen von zwei, aber. Noch halten wir unseren 4-Punkte-Vorsprung. Da hat er mich. Sehr gut. 7 Punkte Vorsprung. Und du spielst ja bestimmt zu Kemba. Jetzt. Fuck. Oh, fuck. Das ist auch relativ häufig, muss ich sagen, wenn man Dreier macht. Versuchen die meistens mit dem Dreier zu antworten. Ich glaube, ich muss mal wieder mehr Würfe treffen. War das jetzt auch wieder aus dem Dribbling oder irgendwie? Ich habe nicht drauf geachtet, ob es eng verteidigt war. Ach komm, der Ball kann doch nicht so da reingehen. Ja, natürlich. Mann! Warte mal, wir können ja mal versuchen, das zu doppeln. Also einmal machen wir ein Fade. Oh nein, ich habe vergessen, dass er ja relativ zackig einfach passt. Da hätte man zwei Spieler abgezogen. Oh, leicht. Könnte da eigentlich mal mehr danken. Es gibt, glaube ich, mehr Punkte. Oh, schade. Oh, das ist Lärm. 5, 4, 3, 2,
Warum steht der? Aber der hat doch frei geworfen, oder? Aber ohne Witz, es ist noch eine Sekunde und die Leute stehen da, wo sie wollen. Ja, also plus 2 ist natürlich ganz schön, wir führen auch ganz gut, aber meine eigene Leistung lässt noch zu wünschen übrig. Wo liegt denn das? Hat noch nicht genug Punkte gemacht. Assists könnten auch noch mehr sein. Bei Rebounds finde ich gar nicht so schlimm. So. Also, Rebounds sind für mich nicht wichtig. Also, für den Sieg natürlich schon, aber... Ach Mist, ist hier wieder rausgezogen. Au, oh, den hab ich. Das war gut. Fuck. Was macht der da jetzt? Bin einfach zu langsam. Ohne Scheiß. Ich muss mehr. Ja, wow. Ja, und dann. Boah, was? Erst steht er komplett alleine da, dann kriegen wir wieder den Rebound nicht und dann geht das Ding wieder rein nach dem Foul. Das ist gerade alles schief gelaufen. Steve, you were such a great shooter over the course of your terrific career. Is that something that just came naturally to you? Was it the right technique early on? Was will ich eigentlich gerade sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ja genau, ich bin einfach nicht schnell genug. Ich muss mehr Punkte in Schnelligkeit investieren. Das ist echt der Wahnsinn, wie lange der Junge braucht. Und vor allen Dingen, selbst wenn wir einen Stil haben, werden wir von jedem eingeholt. Aber ich mach dir mal Platz, wa? Ich weiß auch, dass man nicht unbedingt immer dahin läuft, wo der Typ mit dem Ball hinrennt. Dann macht man sich ja wie beim Fußball die Räume selber eng, weil der Gegenspieler mitkommt. Oh fuck. Aber irgendwie sehe ich das nicht jedes Mal. Jungs, was steht ihr denn hier vorne? Was ist denn da für ein Spielzug? Das war okay, oder? Ich habe zwar nicht ganz mitbekommen, weil ich ausgewechselt worden bin. Ja, was ist denn jetzt los? Ach so. Das ist ein cooles Lied. Game has ended. Ja, die ersten Spiele sind alle vorbei. Hey, what kind of killer instinct we got now? Okay? Alright, let's get this thing up to 20. Don't let him come back right here. Huh?
Let's get this thing up to 20. Okay. Nun die Anweisung, 20 Punkte vorzugehen. Wow. Da hat er mich auch verarscht. Das mache ich da normalerweise. Defensiver Kollaps. Bitte schön. So, es ist aber jetzt genug. Wir haben nichts gemacht, Schiedsrichter. Wollte nur mal kurz gucken, ob der denn auch richtig auf. Ja, ja. Auf jeden Fall. Der ist doch volle Kanne in mich reingerannt. Ich glaube, das ist echt schwierig zu programmieren, wenn man sich das halt irgendwie im. So, Wells. Na, guck mal. Da hat er noch gemeckert. Jetzt habe ich mal zu ihm gepasst, er hat noch reingemacht. Alles cool. Und als ich das Spiel mal angucke mit dem Pick, die bewegen sich ja irgendwie immer. Also du bist ja keine Statue, die plötzlich, Das hat auch gerade zu lange gedauert, der Pass. In der letzten Minute. Holy. Das könnte mal ein guter Sieg werden. Also ein hoher. Jetzt rennt er nicht immer wie so ein Eichhörnchen durch die Gegend, Mann. Dann haut er so ein Floater raus. Stimmt, fake natürlich eigentlich auch so gut wie nie, wa? War nur leicht verteidigt. Ich meine, das mit tun. Danke. Gib mir den Ball. Wells grabs the miss. The Bulls leading by 15. From past the arc. And there's the foul. Kann man noch mal probieren. Es war sehr eng verteidigt. Denn. Bei 57-72 kann ich aber versuchen, Dreier zu werfen. Und Miritic war wohl gerade etwas übereifrig. Jetzt nehmen ihn. Yeah. Shake it up. Ja, ja. Das ist ja auch krass, ne? Also, was da während des Spiels alles verdealt ist, ist echt der Knaller. Also, jetzt fallen irgendwelche Fallschirme mit dem T-Shirt runter. Presented by Autohersteller X. Alles. Alles. Aber es macht trotzdem Spaß, damit zuzusehen. Ich habe ja schon gesagt, warum in noch keiner Sportart die Spielernamen verdealt sind. Ja? Also Milky Way oder so. Ich glaube, dem habe ich eine Schelle gegeben, oder?
Nee, Kamera, sei mal lieb zu mir. Dankeschön. Ah, nicht. Doch! Ah, nee, nicht ganz. Schade, aus der anderen Perspektive sah es so aus. Wir haben nichts gemacht. Ach genau, irgendwer hatte noch in die Kommentare mal geschrieben, ich finde das so cool, dass irgendwie dieser gegenseitige Respekt in diesem Sport und ja, das ist eine coole Sache. Aber trotzdem wird wahrscheinlich genauso viel Trash-Talk betrieben wie in jedem anderen Sport auch. Ja, okay, mit Zeller steht er natürlich auch wieder. Warum gehst du nicht? Beams verwirrt. Also solange ich bei Korbwürfen bzw. bei der Prozent, bei über 50% bin, bin ich sehr glücklich. Das ist cool. Alles drunter finde ich nicht geil. Oh, oh, jetzt geht's schon los mit... Also, wenn man hier schnell ist, dann kommt man normalerweise... Gucken wir nochmal raus. Sehr eng verteidigt, na. Okay, jetzt sind wir bei 50, jetzt machen wir keine wilden Würfe mehr. Und schon hast du Lau. Nur noch mal ganz raus. Ey, ich muss da raus. Der sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Oh, ist schon Feierabend. Das wäre der Knaller gewesen, wenn wir das jetzt verloren hätten. Wie ist er denn jetzt ausgegangen? 78-67. Ja, ist okay. War ein guter Win. Ist auch von, also von den Punkten ist es doch ganz gut geworden. Habe ich einen Rebound gemacht? Ja, Würfe aus der Bewegung, das ist es bei mir, was sehr häufig die Treffer, die Treffsicherheit niedrig hält. Was kann ich noch? Ein gut verteidigtes Play nur. Tja, aber früher war es wirklich so, oder? Also da hat sich das, das Spiel, ich glaube, da hast du Virtual Currency auch für die Punkte, die du gemacht hast, bekommen. Ich meine, Statistiken ist jetzt hier 119, aber was da wie viel jetzt bringt, keine Ahnung. Jawohl, da hat es nochmal Fans gehagelt. 17 Punkte, 7 Assists, kein Rebound. Wir dürfen wieder mit Shaquille reden. Mal gucken, was er heute zu sagen hat. The 2K Sports Postgame Show. Welcome back. This is Ernie Johnson along with Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. Time now to catch up with our special postgame guest. Hello. Hey, what's up? It's the Jet. You were dropping dimes left and right out there. Now, how were you able to rack up so many assists against their defense? Verteidigung verlagert sich automatisch auf das, was ich tue. Ah, die Offensive, die der Coach entwickelt hat, macht es leicht, den freien Mann zu finden. Ah, Coach ist natürlich best.
You know, Kenny, it had a lot more to do with my teammates being locked in than my ability to create. They were coming off the screens and getting separation, and all I had to do was get them the ball. You know, Coach's offense has so many options, it just makes finding them. Endlose Optionen, Freunde. I see. Everyone was open tonight. Good job of finding them. Appreciate you. And thank you for tuning in to the NBA on 2K Sports. For Kenny Smith, Shaquille O'Neal, Kevin Harlan and the entire team. Jetzt legt Shaq los. We'll see you next time. And the time after that, too. Ja, endlose Optionen, die nur dann leider sehr häufig den Ball nicht reinmachen. Wobei ich in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl habe, es ist besser geworden. Ach, ich habe übrigens keine Accessoires oder so geholt aus dem NBA Store, da war ich drin. Leider kosten teilweise die Sachen da 1000 Virtual Currency und tut mir leid, da erhöhe ich lieber irgendwelche Stats. Also das ist mir nicht wert. Das klingelt nicht mal das Handy. Was machen wir denn da jetzt? New York Knicks. Guck mal, wir sind bei 8,16. Wir sind auch 12. Wie sieht das überhaupt aus? Liga-Statistiken. Gucken wir da mal rein. Was sagt denn die Tabelle? Was? Na, gucken wir mal Conference. Die Eastern Conference, da führen die Cleveland Cavaliers mit 18-7. Boah. Upp. Oh, die Pacers sind schlechter. New York ist schlechter, Milwaukee ist schlechter. Ja, dann kommen die Bulls und waren es 8? Dann müssten wir zumindest noch bis zu den Orlando Magic kommen, wenn wir noch in die Playoffs wollen. Ach da, Playoff-Platz. Moment. X. Z-Conference gewonnen. X-Playoff-Platz gesichert. Was? Da sind noch gar keine Symbole dran. Oder bin ich jetzt irgendwie blöd? Hä? Also da oben ist zwar eine... Ach, egal. Western Conference, wer führt die denn an? Ach, Golden State, na, wem wundert's? 23-3. Easy. Houston, ja, sehe ich auch sehr stark. Sacramento? Oh, Dallas, 7-18. Naja. Oh, das sieht doch ganz okay aus. Was mich nur interessiert, der Rookie-Bericht. Sind wir 19. Bester ist Furz. M. Fultz. 15,1 Punkte pro Spiel. 4 Rebounds. 4 Assists. Wird das eigentlich nur nach Punkten gewährt? Wie stehen wir eigentlich nach Punkten da? Warte mal. Achso, das war schon nach Punkten. Assists sind wir 7. Lonzo Ball ist 1. Wow, nach Name sind wir 48. Aber was ist denn so overall? Das würde mich mal interessieren. Wonach... Von der Bank. 11 Punkte pro Spiel von der Bank. Echt jetzt? Krass. Okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was drauflegen. Uiuiui. Ja, okay, die sind auch schon 81. Wobei Dorsey ist so in etwa bei uns. Alter Finne. Sonst noch für Statistiken, Power Rankings, Teamstatistiken. Letzte Woche 3-0, in dem letzten Monat 12-2. Oh.
Wie sind das hier für Chicago? Letzte zwei Wochen 3-5. Letzte Woche 2-2. Aber man kann sagen, in den letzten zwei Wochen läuft's. Trend, ne? Geht nach oben. Aber sonst noch irgendwelche geilen Statistiken? Ja, die Spielerstatistiken kennen wir ja schon. Wer ist denn ligaführend? Harden. Der sieht sehr... Ach, egal, das sollte ich nicht sagen. 32 Punkte pro Spiel. DeRozan. Dann kommt Damian. Die führen das, glaube ich, echt nach Punkten pro Spiel. Also, das wird ja auch gerade angezeigt, aber generell. Westbrook. Oh, Laurie ist verletzt. Ach ja, stimmt. Warum haben die eigentlich von Paul George kein Foto? Also, das kannst du mir doch nicht erzählen. Von dem gibt es doch Fotos. Oh, LeBron. Kyrie Irving. Anthony Davis finde ich halt witzig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in irgendeinem NBA mit dem zusammengespielt habe, als ich mit meinem Player zu einem Team gekommen bin. Und da war der nicht geil. Also nicht so krass geil. Und mittlerweile ist er echt gut. Das war auch schon lange her. Oh, 36 Minuten, naja, gut. Ja, also tut mir fast schon leid. Aber da gibt's nicht viel. Außer zu sagen, wir gehen zum Hauptmenü zurück. Und dann verabschiede ich mich bis übermorgen. Kann ja mal gucken, was ist, wenn man in die Wohnung geht. Dann nehme ich das mal mit auf. Oder andere Plätze besucht. Oh fuck, ich habe auch gar nicht getippt. Nein, das müssen wir noch machen. Egal. Also übermorgen, ja, geht's gegen die New York Knicks. Kann eigentlich nur ein Sieg werden, die sind noch schlechter. Und ja, schönen Tag noch, haut rein. Bis dann. Tschüss.